als Sternsinger-Aktion. Seit Jahren gewohnt, heuer etwas anders. Ich bewundere immer, die mitgehen, um diese frohe Botschaft zu sagen. Ich möchte Ihnen danken von Herzen, die bereit sind dafür, für diesen Zeichen der Solidarität mit denen auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns. Aber noch mehr sehe ich es auch als einen Protest gegen die Machthaber dieser Welt, die diese Ungerechtigkeiten zulassen, die sich nicht sorgen um die Menschen, sondern um das Militärbudget mehr sorgen als um die Not der Menschen. Und darum ist es sehr wichtig, dass Jugendliche, Kinder und Erwachsene unterwegs sind für Gerechtigkeit und für den Frieden und dass allen Menschen es gut gehen soll, so wie es richtig ist. Und Gott begleitet uns dabei. Amen. Nächstes Jahr, 2022, bin ich 50 Jahre im Dienst der Dreikönigsaktion. Im Jahre 1972 habe ich als 15-Jährige die Verantwortung dafür übernommen. Wenn ich die Gruppen begleite, werde ich immer reich beschenkt. Die Begegnungen mit den Menschen in den Häusern, die Gemeinschaft mit den Kindern und Jugendlichen, die als Sternsinger unterwegs sind, diese Tage gehören zu den wertvollsten des Jahres. Natürlich ist die Organisation sehr zeitaufwendig. In dieser Woche und einige Zeit davor und danach hat fast nichts anderes Platz im Terminkalender. Aber für mich, meine Familie und die Menschen, die in der Pfarre mithelfen, lohnt sich dieser Einsatz. Wir werden in den Häusern unserer Pfarre freundlich aufgenommen. Und die Spenden, die unseren Geschwistern in der ganzen Welt zugutekommen, die es nötig brauchen, knüpfen ein Netzwerk der Liebe auf der ganzen Welt. Diese Dreikönigsaktion ist mein Herzensanliegen und ich bin froh, dass ich sie unterstützen kann. Heuer ist vieles sehr schwierig. Trotzdem bitte ich auch Sie um Ihre Mithilfe. Danke. Die Sternsinger-Aktion begleitet mich schon seit meiner frühesten Kindheit. Zuerst als fasziniertes Kleinkind, wenn die Könige an der Tür läuteten. Dann später, endlich, durfte auch ich jahrelang als Sternsingerin und später auch als jugendliche Begleitperson mit dabei sein. Ein paar Jahre später freute ich mich gemeinsam mit meinen Töchtern jedes Jahr auf den Besuch der Sternsinger. Mittlerweile sind sie selbst begeisterte Sternsingerinnen, und heuer ebenso traurig wie ich, dass wir nicht in die Häuser kommen können. Umso wichtiger ist es, dass wir die Botschaft auf anderem Weg zu den Menschen bringen. Dies passiert heuer zum einen mit unserem Sternsinger-Video, das ich als Mitorganisatorin der Stegersbacher Dreikönigsaktion planen durfte. Danke an Kameramann Günther Perisutti und vor allem an die Kinder und Jugendlichen fürs Mitmachen. Es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht, mit euch zu drehen. Alle Informationen zur Dreikönigsaktion und das Segenspickerl für die Tür landen in diesen Tagen auch in jedem Stegersbacher Postkasterl. Danke an die vielen fleißigen Helfer und Helferinnen für das Austeilen. Und in einer Gesprächsreihe zur Dreikönigsaktion hat Renate Heller, jahrzehntelange Organisatorin der Stegersbacher Sternsinger-Aktion, vielen langjährigen Stützen die Frage gestellt: Warum ist dir das Sternsingen so wichtig? Das Wichtigste, da sind sich alle einig. Wir können gemeinsam den Ärmsten der Armen helfen. Jährlich werden durch die Dreikönigsaktion rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Heuer steht besonders Südindien im Fokus. Mit den Mitteln der Dreikönigsaktion wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet, damit sich die Menschen durch Lebensmittelanbau selbst ernähren können. Denn Nahrung sichert Leben. Helfen auch Sie.
Jeder Euro zählt. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für dich, er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für dich, er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Weihnachtsfest gehabt habt und wünsche euch für das neue Jahr alles Gute. Und es tut mir sehr leid, dass ich dieses Jahr die Heiligen Drei Könige nicht bewirten konnte, denn das war sehr, sehr nett immer. Und dazugekommen bin ich, meine Söhne sind auch mit den Heiligen Drei Königen gegangen und haben mir erzählt, dort haben wir was gekriegt, habe ich mir gedacht, das könnte ich auch machen. Und so haben wir es ein paar Jahre gemacht und es war immer sehr, sehr nett. Und ich wünsche allen ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Sternsingen hat für mich eine sehr große Bedeutung. Es bedeutet, für ärmere Menschen in Not in ärmeren Ländern sich einzusetzen. Sternsingen bedeutet auch Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Von Haus zu gehen und die gute Tat zu bringen. Sternsingen hat für mich eine große Bedeutung, weil ich so meine Freunde treffen kann. Ich kann mich mit ihnen austauschen und Zeit mit ihnen verbringen. Parallel dazu tue ich auch Gutes und helfe ärmeren Menschen. Beim Sternsingen entdecke ich auch neue Ortsgebiete in Stegersbach, entdecke neue Plätze, die ich zuvor noch nicht gekannt habe und lerne auch neue Menschen kennen. Ich muss sagen, Sternsingen hat für mich eine sehr große Bedeutung und es ist eine sehr schöne und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in den Ferien, die ich nicht missen möchte. Was bedeutet Sternsingen für mich? Für mich bedeutet Sternsingen immer in erster Linie, anderen Menschen zu helfen. Und zwar den Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir selber. Menschen, die kein festes Dach über dem Kopf haben, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben oder auch Menschen, die sich keine Schulbildung leisten können und nicht genug zu essen haben. Das war für mich immer der Hauptgrund, als Sternsinger aktiv zu sein. Mir hat es aber auch immer sehr gut gefallen, den ganzen Tag gemeinsam mit meinen Freunden zu verbringen. Gemeinsam eine Gruppe bilden, gemeinsam klatschen, gemeinsam lachen und am Abend noch gemütlich wo zusammensitzen. Das macht mir bis heute immer sehr viel Spaß. Zuletzt möchte ich auch noch kurz erwähnen, dass ich mich schon als Kind immer sehr gerne verkleidet habe. Zu Fasching, zu Halloween oder zu anderen Anlässen. Und deshalb macht es mir noch bis heute als Erwachsener sehr viel Spaß, in die bunten Kostüme zu schlüpfen und einen der drei Weisen oder sogar den Stern zu spielen. Hallo liebe Freunde, auch ich möchte mich zu Wort melden betreffend der Sternsinger-Aktion. Ich hatte das Glück und die Möglichkeit, ein paar Mal dabei zu sein als Begleitperson und es war für mich immer wieder ganz ein wunderbarer Tag, mit den Kids gemeinsam die Häuser zu besuchen und den Segen der Menschen zu bringen. Schon als Kind hat es mir eine große Freude gemacht, bei der Sternsinger-Aktion als Sternsinger mit dabei sein zu dürfen und deswegen ist es mir auch jetzt ein großes Anliegen oder in den letzten Jahren hat es auch mir wirklich sehr viel Freude wieder weiterbereitet, die Sternsinger zu unterstützen oder sie zu mir nach Hause einzuladen und sie zu verköstigen. Schon seit einigen Jahren sind wir als Sternsinger in Stegersbach unterwegs. Die Sternsinger-Aktion wurde uns immer wichtiger und wir halfen auch bei den Vorbereitungen und auch als Begleitperson gerne mit. Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir sehr anpassungsfähig sein können. Die Umsetzung von Projekten ist möglich. Wir bitten daher auch heuer ganz besonders um eure Spenden. Auch wenn es heuer ein etwas anderes Sternsingen ist, bitten wir trotzdem um die Unterstützung. Denn auf der Erde sind noch immer sehr viele Menschen sehr arm und die Pandemie hat zur weiteren Armut beigetragen. Wir bitten euch ganz besonders, wie gesagt, um eure Spenden und hoffen, dass wir euch den Segen nächstes Jahr wieder persönlich vorbeibringen können.
Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Das sagen Julia, Patrick, Regine und Rudi. Sternsingen bedeutet für mich, Freude in die Häuser der Menschen zu tragen und junge Menschen beim Gutes tun zu begleiten. Obwohl es die jetzige Situation leider nicht zulässt, in die Häuser zu kommen, gibt es trotzdem die Möglichkeit zu spenden. Bitte nützt sie, um euren Beitrag zu leisten. Weihnachten und die Weihnachtszeit ist für mich mit einer Vielzahl von Traditionen eng verbunden. Seit meiner Kindheit stand die erste Woche im Jänner in meiner ganzen Familie im Zeichen des Sterns bzw. der Sternsingaktion. Die Kombination aus Brauchtum, Gemeinschaft, Spaß und der Möglichkeit, sich für eine gute Sache einzusetzen, lässt mich auch nach 25 Jahren noch gerne aktiv an der Dreikönigsaktion mitwirken. Leider ist es heuer nicht möglich, von Haus zu Haus zu ziehen. Deshalb beschränkt sich mein Beitrag auf eine finanzielle Spende. Darum bitte ich auch Sie. Ich unterstütze die Sternsinger-Aktion in Stegersbach schon seit gefühlten Jahrzehnten und zwar immer als Begleitperson, bin in dieser Sternsinger-Woche meistens 2 Tage unterwegs. Mir selber ist diese Aktion sehr, sehr wichtig, weil man vielen, vielen Menschen auf der Welt etwas Gutes tut und hilft. Aber ich glaube, wir selbst, die wir da gehen, tun uns auch etwas Gutes, weil man ist 1 oder 2 Tage einmal wesentlich länger in Bewegung und an der frischen Luft. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass ich in dieser Woche eben mit Kindern und Jugendlichen auch einmal längere Zeit zusammen sein kann, und zwar außerhalb von der Schule, wo das normalerweise der Fall ist. Ja, wir sind so wie jedes Jahr in Sachen Pfarre Stegersbach als Sternsinger unterwegs. Leider ist es im heutigen Jahr aufgrund der Pandemie nicht möglich, von Haus zu Haus zu gehen und zu singen. Aber wir haben eine Aktion gestartet und wir tragen natürlich, wir gehen schon von Haus zu Haus ohne Singen, tragen diese Zetteln aus, die Neujahrswünsche für die gesamte Bevölkerung, und wir freuen uns schon auf das nächstjährige Singen, wo das wahrscheinlich wieder möglich sein wird. Christian, warum hat die Sternsinger-Aktion für dich so einen hohen Stellenwert? Ja, das ist uns von klein auf schon in die Wiege gelegt worden, hat eigentlich schon jahrzehntelang Tradition. Unsere Mutter hat die Könige mehr oder weniger immer gut bewirtet und es war von jeher eine Labestation für die Könige. Und so möchten sie es auch beibehalten. Und in den letzten Jahren hat es sich ja dann so ergeben, dass du wieder als aktiver Sternsinger an der Aktion teilgenommen hast. Ja, da war kurz einmal Not am Manne, dann habe ich ausgeholfen. Seitdem bin ich der Sternträger, weil zu einem König hat es dann wirklich nicht gereicht. Ja, Herr Feuerwehrhauptmann Klaus Sauberer, was bedeutet dir die Sternsinger-Aktion? Ja, eigentlich sehr viel. Ich habe als Kind schon immer wollen, damals als Sternsinger mitgehen, wurde aber nie gefragt, oder das ist halt irgendwie an mir vorübergegangen. Und voriges Jahr sind dann der Beischl-Tommy und der Heller Florian zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich da einmal mitgehen würde, weil die andere große Partie getan habe. Da habe ich natürlich gleich ja gesagt und hat mir voll gut gefallen und nein, leider heuer einmal nicht gehen können. Zuerst hat es eh gut ausgeschaut in einem guten Stern, aber dann durch den zweiten Lockdown hat man das halt abgesagt. Ne? Aber du wärst bereit, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Auf alle Fälle, ja. Super, ja. Dankeschön. Hallo, die Sternsinger-Aktion begleitet mich schon sehr, sehr lange Zeit. Als Volksschulkinder konnten wir es kaum erwarten, dass wir das erste Mal als Sternsinger mitgehen dürfen. Es war ein unglaubliches Erlebnis und manche Eindrücke wirken bis heute nach. Die Hausbesuche, die spannenden Begegnungen in den Häusern, es war einzigartig. Freundschaften von damals bestehen noch heute und manches lustige Erlebnis begleitet uns das ganze Leben. Für mich als Einzelnen ist es ein kleiner Aufwand, die Sternsinger zu begleiten. Für
für Kinder, die Hilfe brauchen, bedeutet es sehr viel. Also ich bin gerne nächstes Jahr wieder dabei, wenn die Sternsinger von Haus zu Haus gehen. Die Sternsinger-Aktion ist eines meiner Lieblingsaktionen in der Pfarre gewesen. Erstens einmal mit so viel Jugend in dem ganzen Raum herumzugehen, herumzuspazieren unter Anführungszeichen, auch wenn es manchmal sehr schwer war. Ich durfte die Jugendlichen und die Kinder über Jahrzehnte begleiten, die netten Begegnungen mit den Menschen in den Häusern. Und die haben auf uns gewartet und vor allem auf den Segen, den die Kinder ins Haus gebracht haben. Ich durfte die Kinder bewirten, mit ihnen von Haus zu Haus, wo die sehr weit entfernt waren, sind wir mit dem Auto gefahren. Und das Wichtigste daran ist an dieser Aktion, wir haben vielen, vielen Menschen in der Welt helfen können. Auch wenn wir heuer nicht von Haus zu Haus gehen. Ich wünsche der Aktion alles, alles Gute, Gottes Segen fürs neue Jahr und hoffentlich 2021, dass wir unsere Häuser und Bewohner wieder besuchen dürfen, die sehr auf die Sternsinger warten und viele nette Begegnungen und Erzählungen oft in den Häusern stattfinden. Die Sternsinger-Aktion, eine der besten Aktionen, speziell für unsere Kinder und Jugendlichen, die so vielen in der weiten Welt hilft. Seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, bin ich schon dabei, als Begleitperson, als Unterstützung für die Kinder beim Anziehen und Ausziehen und auch zum Bekochen, wenn sie müde sind und hungrig. Schade, dass es heuer leider nicht möglich ist in der gewohnten Art. Und trotzdem wünsche ich allen Kindern, den Begleitpersonen und allen, die verantwortlich sind, viel gottesreichen Segen für diese Aktion, wo so vielen in der Welt geholfen wird. Mein Bezug zu den Sternsingern, häufig war ich als in den Nachzüglern unterwegs und habe gemerkt, wie sich die Leute freuen, dass man dann noch einmal kommt, die darauf warten, wenn sie den Brief im Briefkasten haben. Und ja, mit den Kindern durch den Ort zu fahren, ist sicher auch sehr schön. Persönlich lernt man sehr viele Teile von Stegersbach kennen, die ich gar nicht kannte. Und allgemein zu den Sternsingern ist mir aufgefallen, das ist eine Aktion, wo man wirklich in jedes Haus geht und den Segen für jedes Haus bringt. Und das ist auch immer wieder sehr gefragt. Wenn wir bei den Nachzüglern zum Beispiel keinen Weihrauch mit hatten, auf den Weihrauch haben sehr viele Teile der Bevölkerung schon gewartet, haben wir auch dann nachgebracht. So war mein Bezug. Und natürlich die Hilfe für die Ärmsten der Armen, die dort gebraucht wird. Zu der Sternsinger-Aktion bin ich gekommen, weil erwachsene Jugendliche neue Gewänder gebraucht haben, die wir dann genäht haben. Im Laufe der Zeit wurden auch für die jüngeren, für die kleineren Kinder Sternsinger-Gewänder benötigt, die einige Damen gemeinsam, ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr wie viele, wir haben sehr viele genäht, mit Hüten und die Kronen dazu. Dann habe ich vor einigen Jahren auch für die Ollersdorfer Gruppe Sternsinger-Gewänder genäht. Und bin im Laufe der Zeit dazu gekommen, die Sternsinger-Gewänder immer in Ordnung zu halten und schauen, dass alles passt. Unsere Pfarrsekretärin Anita Schittel ist aus der Dreikönigsaktion nicht wegzudenken. Auch schon über die Jahrzehnte hilft sie mit bei der Vorbereitung, bei der Durchführung und Organisation. Und auch, natürlich ist sie immer wieder als Begleitperson tätig. Und sie hat gesagt, dass das für sie die Erfüllung bedeutet, weil sehr viele positive Ereignisse, Begegnungen in den Häusern stattfinden, oft auch fast wundersame Dinge. Und natürlich ist es ihr auch ein Anliegen, die Menschen in den armen Ländern zu unterstützen. Machen Sie es ihr gleich. Danke.
ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Heute am Dreikönigstag darf ich mich wieder zu Wort melden. Vieles ist in dieser Woche geschehen, anders als wir es bei dieser Aktion gewohnt sind. Fleißige Hände haben Kuverts befüllt, mit der Segensbotschaft, den Segenspickerln und den Erlagscheinen. Fleißige Füße haben sich in Bewegung gesetzt und diese Kuverts zu ihren Briefkästen gebracht. Die Kinder und Firmlinge, die sich fürs Sternsingen gemeldet haben, haben mit Katharina Stipschitsch und Günter Beresutti ein beeindruckendes Video gedreht. Ich selber habe in einer Gesprächsreihe viele Gespräche mit Sternsingern, Begleitpersonen und Helfern und Helferinnen im Hintergrund geführt. Es war berührend für mich, welche Eindrücke für die jeweiligen Personen am prägendsten waren. So vielfältig ist diese Aktion. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben Begegnungen, die sie in ihrem Leben nicht vergessen werden. Und das Bewusstsein, dass wir mit dem Geschenk der Zeit, einiger Stunden oder Tage, so vielen Menschen auf der ganzen Welt Gutes tun können, ist für alle die entscheidende Motivation, bei dieser Aktion mitzuhelfen. Ich danke im Namen derer, die es so dringend brauchen, für alle Spenden, die wir schon bekommen haben. Ich danke auch für das Verständnis, dass diese Aktion heuer anders durchgeführt wurde. Ich bitte Sie von Herzen um Ihre Unterstützung. Der Segen Gottes als Zeichen an Ihrer Haustüre wird Sie in diesem Jahr 2021 begleiten. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und viel Freude in diesem Jahr. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt. Er leuchtet für mich, für alle Menschen dieser Welt. Ein Stern steht hoch am Himmelszelt.